Hallo zusammen. Ich habe jetzt kein Diamond Painting für euch zum Auspacken, denn die sind noch alle unterwegs. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal so eine Art Paint with me. Das heißt, ich klebe hier und erzähle irgendwas. Mal gucken, wie das läuft. Ob ich mich verklebe oder ob ich gar nichts sage, weil ich mich nur aufs Kleben konzentriere. Aber ich bin hier an der Huacan-Lilie dran, wie man hier schön an der an dem Wachspapier erkennt. Und normalerweise, wenn ich klebe, falte ich, sagen wir mal, so viel zurück und klebe dann diese Fläche komplett. Und dann bin ich fertig für jetzt. Hier probiere ich das anders, und zwar, dass ich pro Segment oder pro Folie die kompletten Symbole klebe. Das habe ich hier schon gemacht. Ich nehme euch mal kurz mit. So, das habe ich schon fertig. Ja, das ist ungefähr die Hälfte. Noch die andere Hälfte. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Das sieht aus, als wären diese Steine wieder irgendwie zu groß. Ich kriege die da nicht wirklich reingedrückt. Und sobald ich die hier ordentlich reindrücke, springen sie woanders raus. Und wenn ich mit einem Bild fertig bin, gehe ich sowieso dann nochmal mit dem Nudelholz drüber. Das werde ich hier wahrscheinlich auch machen dürfen. Brutal. Okay. Ich habe jetzt hier diesen Teil. Das ist noch ein bisschen Tuch, aber schon ein bisschen Blume. Hier dürfte die erste Blüte dann auftauchen. Und ich habe mich für den Doppelpfeil entschieden. Das ist die 2. Und mal gucken, ich werde mal ein bisschen ranzoomen und noch ein bisschen. Ich glaube, so könnte es funktionieren. So. So, das war die 2. Und man findet immer wieder ziemlich interessante Sachen in den Steinen. Also mal von verschiedenen Farben abgesehen, aber ich habe hier anscheinend eine Art Kralle. Es will nicht. Es will nicht. Jetzt. Keine Ahnung, was das ist, dass irgendjemand geschnitzt hat. Aber ja, man findet allerhand. So, die 2. Und diese Schalen, die funktionieren super. Ich habe jetzt den kompletten Inhalt von dem hier reingekippt. Muss aber dazu sagen, dass es auch nur noch so voll war. Aber es sieht einfach toll aus. Und ich habe hier, ich glaube, eine 310 mit drin. Das ist reines Schwarz. Wie gesagt, verschiedene Farben, das ist normal. Nun gut, nehme ich noch Wachs kleben. Heieiei. So. Ja, toll. Jetzt klebe ich genau da, wo man es nicht sieht. Aber, oh, da ist einer weggeflogen. So. Hier ist irgendwie. Naja, gut. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also bis jetzt klebt sich dieses Bild wunderbar. Ich habe fast alle Farben. Ich glaube, er ist fertig mit Erzählen. Ich habe, glaube ich, jetzt alle Farben hier in die. Mein Gott! Moment! Jo, Katerchen wollte raus. Ich habe fast alle Farben in meine Behälter reinbekommen.
Ein paar vereinzelte sind noch in den Tüten, wie zum Beispiel die 34, da sind aber auch 6800 Steine drin. Also in so eine kleine Dose kriegt man ungefähr 1200 Steine, dann wird es aber auch knapp. Das ist so ein schöner Anhaltspunkt. Und wenn halt dann diese Behälter mit den entsprechenden Farben dann leerer werden, kann ich die ja dann aus den Tüten wieder nachkippen. Das ist ja kein Problem. Und ich werde die Tüten auch noch so lange aufheben, bis das Bild fertig ist. Denn ein Custom hatte ich gemacht von meiner Katze. Das war einfach so ein niedliches Bild. Und einfach mal, um es zu probieren, wie das mit den Maßbildern halt funktioniert. Ich habe mir gedacht, nimmst du halt ein Bild von der Katze, mein Gott. Ja, das Bild an sich ist echt schön geworden, aber die Leinwand. Sie hatte... Ich war damit nicht zu 100% zufrieden. Ich hatte Blasen im Kleber drin. Der hatte irgendwie Luftblasen geworfen, keine Ahnung, wie das ging. Ich habe dann mit meinem Cuttermesser diesen Kleber an den Stellen aufgeschnitten und angerieben, aber naja, es ist, man kriegt ihn halt nicht mehr hundertprozentig gerade, hundertprozentig flach. Also, ja, es sieht aber gut aus. Ich habe mir dann Rahmen geholt mit Acrylglas. Also, wenn man jetzt nicht ganz genau hinguckt, dann sieht man das auch nicht so. Und ich hole mich da jetzt mal ein bisschen näher ran. Und wo will ich hin? Hier. An diesen Symbolen hier arbeite ich gerade. So, ich muss mal kurz die Nase putzen. Ah, besser. Okay. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich war. irgendwas mit meinem Custom. Mal kurz überlegen. Achso, wegen dem Aufheben und so. Ja. Und mir gingen dann Steine aus. Was halt echt ärgerlich ist. Und ich habe dann recht schnell mit dem Händler Kontakt aufnehmen können. Der hat auch gesagt, ja, mach doch einfach ein Foto von dem Zettel. Das ist ganz wichtig, damit wir auch sehen, wer das kontrolliert hat. Und ich habe dann halt geschrieben, ja, ich habe den Zettel weggeschmissen. Denn für mich hat so den Anschein gemacht, ich habe das Bild, es ist alles da, dann kann es ja weg. War ein Fehler. Ich habe die Steine bekommen, so ist es nicht, aber sicherheitshalber aufheben, bis es fertig ist. Das ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann. Macht vielleicht das Leben ein bisschen einfacher. Wenn es darum geht, dann Sachen, naja, nachzubestellen, nachzufordern, wenn Steine ausgegangen sind. Und deswegen habe ich die Tüten alle aufgehoben. Denn, wie gesagt, ich kann es dann immer noch wegschmeißen und ich merke gerade, das ist ganz schön dämlich, wenn ich hier immer wieder ins Bild greife. Aber ich bin es gewohnt, dass das hier steht. Stelle ich es mal hier. Das ist ja auch das Schöne an dieser, na, dieser Handarbeit. Das klingt irgendwie falsch. In diesem Hobby, ne? Einfach Hobby, dass es an sich kein richtig oder falsch gibt. Wie man am besten klarkommt, das ist dann für einen halt richtig. Ich habe nämlich, wie schon erwähnt, vorher mehr oder weniger hier dann einen Knick gemacht. Das richtig gut fest angerieben, damit eine richtig scharfe Kante entstand. Aber jetzt
wenn ich die Leinwand weiter anhebe, sehe ich, die Folie, sehe ich, dass ich fast bis ans Ende noch dieses Symbol habe. Das heißt, ich werde erstmal bis hierher kleben und danach das Papier noch ein Stück weiter anheben, bis ich glaube, alle Felder beklebt zu haben. Denn wie es so ist, ich lege die Farbe weg und dann sehe ich noch 20 Symbole. Das ist immer so. Aber gut, das gehört nun mal auch dazu. Das ist egal, bei welchem Hobby das ist, was irgendwie mit Zahlen oder so zu tun hat. Wie malen nach Zahlen oder dergleichen. Ich habe eine Farbe gemacht, ich mache sie zu und sehe dann mehr oder weniger nochmal 30 Felder, die mit der gleichen Farbe bearbeitet werden müssten. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, der es so geht. Und wie ich dazu kam, das hatte ich ja schon erwähnt, über Wish. Es hat mich einfach nur interessiert und es ist ein Hobby, was mich wahnsinnig entspannt. Wo ich auch gerne mal die Zeit vergesse. Und da auch so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn man jetzt zum Beispiel bei Höffner oder irgendeinem anderen Möbelhaus reingeht und sich da richtig große Bilder holen möchte, da zahlt man zum Teil 100 Euro aufwärts. Und das sind zum Teil nicht mal richtig schöne Bilder. Entweder sieht es aus, als hätte irgendjemand 3 verschiedene Farbeimer über eine Leinwand ausgekippt. Oder na, irgendwas anderes, was mich aber halt nicht anspricht. Und hier kann man zwar ebenfalls richtig große Bilder bestellen. Und selbst wenn man ein Urlaubsfoto, so ein Custom haben möchte, in 120x90 oder sowas, das ist zwar auch groß und die Rahmen dafür sind auch relativ teuer, aber man hat dann ein Bild, das man erstens mal selbst geklebt hat, sich selbst gewünscht hat. Und man hat dann auf jeden Fall auch, finde ich, mehr Freude damit. Also ich werde definitiv nicht alle Bilder aufhängen können. Ich weiß auch nicht recht, was ich dann mit den Bildern alles mache. Ob ich sie klebe und dann verstaue, damit sie sicher liegen. Oder ob ich sie vielleicht als unbeklebt verschenke. Mal gucken. Aber momentan bestelle ich halt recht bunte Bilder, um halt eben mein Endlager so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Denn ich habe keine Lust, mir einmal alle Farben zu kaufen. Es wären zwar nur, unter Anführungszeichen, ich glaube 35 oder 40 Euro, die das kostet, aber trotzdem. Meistens hat man ja genügend Farben dabei. Und ich habe auch festgestellt, dass nicht alle Farben den gleichen Farbton haben. Sprich eine 415, was ein... das habe ich hier jetzt nicht. Ja, aber das ist ein Blaugrau. Das hat einen anderen Farbton als die 415 von einer anderen Firma. Und das ist auch irgendwie doof. Da holst du dir jetzt, sagen wir mal, von DPF so ein Paket mit allen Farben in quadratisch und einmal in rund. Und dann hast du Bilder von Evermoment und YTG und Huracan und Suya, Wee Bright, was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. Und dann hast du mehrmals dieselbe Farbnummer
Weil die haben alle einen anderen Farbton. Das ist irgendwie auch doof. Also ich weiß nicht, ob sich die Händler die Farben selbst zusammenmischen oder ob sie die von anderen Firmen oder so kaufen, die diese Steine eben herstellen. Aber ich dachte eigentlich, dass diese DMC-Codes eben allgemein die gleiche Farbe haben. Aber scheint nicht so. Da gibt es wohl Farbschwankungen. Zum Teil schon auch extremere. Aber gut. Von denen, die ich doppelt habe, wo ich gemerkt habe, okay, das sieht irgendwie echt extrem viel anders aus, habe ich auch erstmal aufgehoben. Denn wenn ich diese Farbe dann nochmal kriege, kann ich dann entscheiden, welche die falsche Farbe ist und dementsprechend dann eben aussortieren. Aber ja, ich habe jetzt zumindest alle Folien beklebt. Ich habe mir einen ordentlichen Ringbuchordner, glaube ich, schimpfen sich die Teile, geholt mit 4 Ringen und habe da alle Folien jetzt ordentlich untergebracht, denn mit dem Schnellhefter, der ist mir regelmäßig auseinandergebrochen, weil das einfach zu viel war. Aber das war zu erwarten, das war ja nur eine sehr schnelle Zeigelösung. Aber so funktioniert das jetzt. Bei den Codes, den Stickern, hat mich halt auch gefreut, dass einige doppelt waren oder dreifach vorhanden. Wie zum Beispiel die 310, die hatte ich glaube ich 4-mal. Die 5200 war ebenfalls 2-mal. Die 666 war 2 oder 3-mal. Also die Farben, die wirklich sehr, sehr häufig sind, die sind dann auch dementsprechend öfters vertreten. Und ich werde es auch erstmals so handhaben, dass ich die quadratischen Steine vorne reinpacke und die runden Steine mit der gleichen Farbe hinten. Ich habe verschüttet. Toll. Denn ich bin, wie schon erwähnt, eher ein Fan von quadratischen Steinen. Das gefällt mir einfach irgendwie besser. Und da ich die runden Steine, Moment, ich muss euch neu positionieren, so, die runden Steine nicht so oft nutzen möchte, packe ich die dann einfach hinten drin und brauche nicht nochmal einen extra Satz an Sammelkarten, Folien und muss die dann nicht nochmal alle bekleben. Vielleicht kann ich von diesen Folien einzeln nochmal welche nachholen, weil so ein komplettes Set mit nochmal 450 Taschen ist mir dann doch zu extrem. Aber um wirklich die Farben, die so extrem häufig dann vorkommen, wie die 310, da habe ich schon eine komplette Tüte voll, nochmal zu lagern, obwohl ich dann nicht einsehe, wie viele man davon aufheben soll, denn wenn ich so eine große Tasche, wo ich jetzt 5000 Steine drin waren, wenn ich so eine Tüte voll kriege, was will ich mit den ganzen Steinen dann? Aber es ist schon mal schön, dass ich jetzt zumindest einige Farben habe, um vielleicht das ein oder andere Bild damit zu ergänzen, falls er mir ausgehen sollte. Und
Wie gesagt, ich habe jetzt hauptsächlich sehr bunte Bilder bestellt. Regenbogen, Krams, um die um das Lager so ein bisschen zu erweitern. Das kann man hier natürlich auch dann machen. Wenn man merkt, okay, ich brauche dunklere Farben, brauche mehr davon, dann bestellt man sich halt dunklere Bilder. So, ich gucke gerade eben, wo ich hier noch so ein Symbol habe, aber ich glaube, ich habe das hier in dem Bereich soweit fertig. Hier oben ist noch eins. So. Jetzt bin ich hier. Das seht ihr aber nicht. So. Das vielleicht noch besser, genau. Nur ein Stück ran. Okay. Ansonsten versuche ich das hier nicht zu sehr zu übertreiben, denn es soll ja irgendwo entspannend sein und nicht irgendwie Stress auslösen von wegen, oh mein Gott, ich muss das fertig kriegen, damit ich das nächste machen kann. Wenn man das verschenken möchte, sollte man natürlich weit genug vorausplanen, denn naja, kommt halt darauf an, natürlich, wie viel Zeit man am Tag hat, aber man braucht schon ein paar Stunden. So 40 plus, je nachdem, wie groß es ist. Diese 30 mal 30 Bilder, die hatte ich relativ schnell fertig. Trotzdem, man will sich ja nicht absichtlich damit stressen. Das sollte ein Hobby ja nicht sein. Soll eher Spaß machen. Und mir macht das wahnsinnigen Spaß. Den einen Pfau, den habe ich mir nur zum Testen geholt und ich habe es probiert und ich fand es einfach nur genial. Und dann habe ich mir gleich bei AliExpress dann die nächsten Bilder besorgt und es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende. Aber das ist doch schön, wenn man auch so eine Freizeitbeschäftigung hat. Die einen, die sammeln vielleicht Briefmarken, andere holen sich vielleicht Bierdeckel. Man kann ja alles Mögliche sammeln und ich sammle anscheinend Diamond Paintings. Das einzige Problem, was ich hier halt sehe, ist das Fehlen von Wänden. Vielleicht mal mit dem Vermieter reden, dass ich vielleicht noch ein paar Wände kriege. So 30, 40. Spaßhalber gedacht, falls ich mir irgendwann mal ein Haus baue und diese Leidenschaft mit Diamond Painting weiter so anhält, dann habe ich wahrscheinlich eher ein Haus, das mehr Flur hat als Wohnraum, wie Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und sowas. Und dass der Flur dann aufgebaut ist wie eine Art Labyrinth. Also ja, viele Wände. Und falls ich dann irgendwann mal Besuch kriege und der müsste auf die Toilette, ich sage, ja, dann gehst du jetzt einfach mal da entlang, dann an dem dritten Ahorn gehst du links, dann an der zweiten Palme biegst du rechts ab, dann gehst du an der fünften Lilie einfach vorbei. Das wäre sicher eine witzige Wegbeschreibung. Ich hoffe, ihr könnt das hier gut sehen. Ich habe hier, ja, hier habe ich noch ein paar. Es ist jetzt hier wieder etwas vereinzelt mit diesem Symbol. Aber das ist ja nicht verkehrt. Ich will hier damit auch fertig werden. Diesem Symbol nach und nach. Wenn das so vereinzelt ist, ist es auch schwer, dann alle Symbole zu erwischen.
So, jetzt seht ihr mich schon wieder nicht hier. Wo habe ich denn noch? Da ist noch eins. So, mal gucken. Hier. Ja. Das ist jetzt, was ich sonst noch erzählen kann. Großartig. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Art von Videos mache. Denn das ist sehr neu und ungewohnt für mich, hier alleine zu sitzen und mehr oder weniger Selbstgespräche zu führen. Aber ja. Das sind alles Dinge, an die man sich gewöhnen kann. Nur was mich jetzt interessieren würde, habt ihr schon euer eigenes Diamond Painting bestellt? Macht es euch ebenfalls so Spaß? Habt ihr das Hobby auf anderem Wege kennengelernt oder durch mich? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, und nächste Woche hoffe ich, dass noch mal ein paar Bilder hier reinkommen. Ich habe hier ein E. Ein einziges E. Das klebe ich. Mit 35. Huch. Hier. Ich habe hier sonst kein E. Und deswegen mag ich diese Schalen halt auch so. Ich kann hier Fokus, so, einfach reintippen und habe dann einen Stein. Geh ab. So. Nicht nur einen einzigen brauch. In den Tüten ist das etwas schwieriger. Und ich habe hier ein einziges R. Mal ein bisschen Farbe reinkriegen hier. Wo ist das R? Was ist das? Hallo? 32. Und schönes Pink. So. Gut, dann weiter mit dem komischen Pfeile hier. Mal überprüfen, ob ich alle habe. Denn das ist ja doch schon eine relativ große Fläche, die ich hier habe. Also hier hinten könnt ihr natürlich nicht sehen, weil das nicht im Aufnahmefeld ist. Ja, ganz, ganz vereinzelt. Ich klebe die erstmal und zoome ein Stück raus, damit ihr das seht, das ist hier, na gut, seht ihr nicht, aber hier in dem Bereich nur so ein oder zwei. Und dann klebe ich wieder hier weiter und da zoome ich euch dann wieder ein bisschen ran. So, da ist noch eins. Und ich glaube, das war's. Da ist noch einer. So. Okay. Und hier. Ich lasse es mal so. Und wie ihr schon sehen könnt, jetzt die ganze Zeit dieses Feld, es ist so klar, es ist so deutlich. Das macht dann halt wirklich Spaß, da zu kleben, wenn man die Symbole so gut erkennen kann. Und ach, komm schon, geh ab. Zu viele erwischt. Ähm
auch der Kleber so gut ist, dass es wirklich ordentlich hält. Denn wenn die Symbole nicht ordentlich zu erkennen sind und man grottigen Kleber hat, das ist eine Katastrophe. Aber so, das macht dann richtig Spaß. Und wenn ich hier am Kleben bin, versuche ich so Steine hier zu vermeiden. Moment. Ah, so. Der hat kleinere Löcher drin. Das würde man jetzt zwar nicht sehen, aber ich versuche sie so gut es geht zu vermeiden. Denn wenn man sich das Bild dann doch aufhängt und man selber weiß, ich habe da jetzt kaputte Steine drin, dann ärgert einen das. Und das muss ja nicht sein. Also mir zum Beispiel geht es so, wenn ich merke, ich habe da irgendwie einen Fehler drin. Irgendwas stimmt da nicht. Kaputter Stein oder einen verformten. Ja. Ah, das macht mich so unruhig. Der muss dann raus. Dann friemel ich so lange mit der Pinzette dran rum, bis der Stein endlich sich löst und ersetzt diesen dann. Weil es mich verrückt macht. Warum auch immer. Denn von Weitem würde man es nicht mehr erkennen. Aber ich weiß es, es wird mich stören und dann lässt es mir keine Ruhe. So ist es halt. Gut, ich glaube, ich habe dieses Symbol jetzt komplett weggearbeitet. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat. Vielleicht so 20 Minuten. Und aus irgendeinem Grund muss ich einfach von rechts nach links arbeiten. Das heißt, ich klappe das dann zu. Gehe dann wieder. Erstmal wieder richtig positionieren. So. An diese Ecke. Und suche mir dann hier das nächste Symbol. Gerade eben springt mir dieser Pfeil hier sehr ins Auge. Der da. Und ja gut. Noch Zeit, bevor ich auf die Arbeit muss. Na, da ist noch eins. Ich habe noch eins gefunden. Da. Ich werde noch mehrere entdecken, also da mache ich mich jetzt auch nicht verrückt. Und um das zu vereinfachen, könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ich schnapp mir dann die Pinzette. Und schieb die dann nach und nach in dieses Döschen zurück, weil die sich gerne hier in diesem Schnabel irgendwie verhaken. Und dann muss man ein bisschen nachhelfen, damit diese kleinen Biester, anders kann man sie ja zum Teil nicht nennen, wieder in ihr Häuschen zurückrutschen. Da, komm schon. So. Gut, das ist der falsche Deckel. Dann werde ich jetzt diesen schrägen Pfeil machen. Das ist die 17. Das wäre nett. So. Oh, da habe ich irgendeinen Abfall drin. Das ist die 17. Ebenfalls eine schöne Farbe. Und das sieht einfach nur richtig gut aus hier drin. So, ich klebe jetzt weiter. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.